Guten Abend. Hoffentlich sind Sie mit Ihrer Kernfamilie zufrieden. Eine Begleiterscheinung des Brexit. Die Existenz des sicheren Klimaschutzindex. Dieser Shutdown Light. Die Lufthansa massiv stellen. House of Wire. Dennoch gäbe es weiter Nachholbedarf. Der Krieg um die Kaukasusregion Corona-Schaden werden soll. Ina Mene müsste es rappelt in der Kiste Ina Mene Mai. Der Reim ist jetzt vorbei. Da muss man mal ernsthaft drüber nachdenken. Wollen wir das machen? Wollen wir eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, nee. Ein Gegenentwurf gegen alle Ernsthaftigkeitsangebote. In Buchform und in Hochgeschwindigkeit. Alle sind so ernst geworden, ist mal Salongespräch, mal fantastisch flache Gedankenspielerei. Gespräche über Hochzeiten, Glitzer, LSD, Badehosen, Geld, Kochen, Arbeit, Rokoko im Taxi, Siri, Grill Royal. Ein in sich ruhender Schweizer Erfolgsautor trifft den nimmermüden Nervositätskönig. Wie kommst du immer auf diese Idee? Inspirierst du dich irgendwie? Ja. Mit inspirieren ist natürlich. Naja. Das ist natürlich geschummelt, oder? Ein Duo Infernale? Martin Suter bleibt auf einen stichwortgebenden Mentor reduziert. Das funktioniert. Kein gleichberechtigtes Geben und Nehmen. Stuckrad Barre gibt auch hier mit Vollgas Offenbarungen preis. Ein buchstäbliches Brückenbauen. Heiter und doch bereit, in Abgründe zu blicken. Und manchmal auch ins Nichts. Und aus einem Hamburger Hotel ist er mir jetzt zugeschaltet, Benjamin von Stuckrad Barre. Guten Abend. Guten Abend. Kennengelernt haben Sie Martin Suter ja nicht auf einer Buchmesse oder auf einer Lesung, sondern in der Badehose am Meer. War das jetzt erstmal peinlich oder war es gleich Schriftstellerliebe auf den ersten Blick? Es war ein wenig peinlich uns beiden und dadurch war es perfekt, weil wir dann ganz viel überspringen konnten an Höflichkeit, Etikette und Verstellung auch. Denn wir haben uns in einem Moment der Schwäche kennengelernt und das ist ja immer schön, wenn man die Peinlichkeit teilt, dann hat man schon was zusammen erlebt und dann kann man viel überspringen. Auf jeden Fall war es der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Gesprächen, die jetzt als Buch erschienen sind. Und da reden Sie ja so seitenweise über Glitzer im Glas, über Rechnung, über Gott, über M, auch sehr schönes Füllwort. Wie kamen Sie drauf, das zum Thema zu machen und nicht Trump oder Feminismus oder Klimawandel? Naja, das alles wird ja doch hier und da mal besprochen. Und ich finde das in der Kunst sehr schön, wenn sie nicht das doppelt, was sowieso schon los ist und in diesen dann doch verblödenden Ticker auch noch einsteigt. Und wenn Kunst zu aktuell ist und immer schon weiß, wie das alles einzuordnen ist und so, dann ist das in der Regel überhaupt nicht gut haltbar. Und ich selbst als Leser, als Hörer von Musik oder als Kinozuschauer freue mich wahnsinnig, wenn ich ein Kunstwerk lang mal Pause habe von diesem Weltengetöse, weil ich es danach wieder genauer angucken kann. Also ich habe vor kurzem eine Videoarbeit mir angeschaut und bin eigentlich gegen Videoarbeiten. Ich dachte, das wird furchtbar und ich muss höflich sagen, ja, war irgendwie interessant. Und das war irre. Das war eine Arbeit aus den Jahren 2014 bis 2018. Und da war der Lockdown komplett vorweggenommen. Das war der Mensch in Isolation dort zu sehen und man begriff das sehr gut plötzlich, weil eben die Kunst dazwischen stand. Und die Kunst hatte in dem Fall der Künstler, ob der eine Ahnung hatte oder ob es dieses Gefühl ein universelles wohl auch ist, der konnte viel genauer zu mir sprechen als jemand, der jetzt gerade dabei ist. Ich glaube, über die Corona-Krise beispielsweise kann man in 20 Jahren was Erhellendes schreiben. Jetzt gerade sollte man dazu vielleicht eher nichts sagen. Ich bedauere immer Künstler, die auf Podien sitzen und sich weit außerhalb ihrer intellektuellen Komfortszene da
verausgaben. Das ist in der Regel gut gemeint und so. Das ist aber keine Kunst. Das ist einfach unbeholfen. Ja, und dann ist man. Also das ist ja auch bei Max Frisch oder Bertolt Brecht ist das so. Das sind ja die ganz schlecht haltbar, die Theaterstücke. Ja, und die Romane bei Frisch bleiben stehen, die Liebesgedichte bei Bertolt Brecht auch. Was ich bei Ihnen super finde, was extrem gut gelingt, das sind ja so Gespräche übers Miteinander sprechen selbst. Also darüber, mit wem man sich gut unterhält, mit wem man sich zu Tode langweilt oder auch mal übers Schweigen. Konnten Sie das denn zusammen? Also Martin kann das gut. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Ja, wir haben tatsächlich... Das macht nichts. Schauen Sie, aber wenn man das jetzt drin ließe, das wäre toll. Das wäre total mutig. Der Faden, ne? Was ich super finde bei Ihnen. Das ist wunderbar. Nein, das ist wirklich, dann ist es ein echtes Gespräch. Und der Unsinn ist immer, die Pausen, die Fehler rauszunehmen. Und weil wir haben jetzt gemeinsam gerade nicht gewusst, wie es weitergeht. Ja, eigentlich und der toll. Ton im Ohr ist ein bisschen seltsam. Ich kann Sie nicht sehen. Nein, da wird es echt. Ist es jetzt kurz wahr. Das ist doch gut. Das passiert ja in dem Buch auch immer mal wieder. Da singen sie auch mal zusammen, da reimen sie auch mal zusammen. Es entzieht sich auch immer so gern mal an so einer Panne lang. Ja? War das geplant oder ist das so passiert? Na, es ist dann natürlich geschrieben. Also wir haben uns 2 Jahre lang wirklich alle paar Wochen an unterschiedlichen Orten getroffen und gesprochen. Und es ist ja auch kein Sachbuchschrott jetzt. Ihr müsst alle mehr lachen, ja, alle so ernst geworden. So. Sondern die Kunst hat ja absichtslos zu sein. Und das ist wie gemeinsam spielen. Und dann haben wir diesen Titel auch erst gefunden, gewusst, als alles fertig war. Und haben festgestellt, die Apokalypsen, über die wir uns natürlich auch unterhalten und die ja zahlreich sind, und ich kann mich auch an gar keine Zeit ohne Apokalypse erinnern, nur wir haben festgestellt, dass wir, gerade weil das so ist, offenbar das Bedürfnis hatten, alle paar Wochen das einmal alles nicht zu besprechen und die großen ewigen Fragen zu besprechen. Und da nähert man sich am besten über das Geplänkel. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und das finde ich auch in Drehbüchern, in Filmen ist das oft schrecklich, wenn es zu informativ und immer auf den Punkt ist. Da, wo man plötzlich, magst du einen Kaffee? Ach, du trinkst gar keinen Kaffee. Das alles reinnehmen, denn dann sind es echte Menschen. Sonst sind es Abziehpuppen mit Sprechblasen, die auch viel zu korrekt sprechen. Das ganze ist wichtig. Das ist der wahre Mensch. Eins meiner Lieblingskapitel ist der Versuch, mit Siri einen Talk zu machen. Das ist alles extrem verstolpert. Und an einer Stelle sagt sie dann sowas wie Arschloch-Abstinenzler. Du, das fand ich echt großartig. Wie bringt man denn ein Sprachprogramm dazu, sowas zu machen? Das weiß ich nicht. Siri bringt uns ja an den Rand des Wahnsinns und dann begleiten wir sie und haben viel Empathie auch und haben, also Suta und ich haben doch festgestellt, zumindest unsere Siri, es ist ja jede Siri auch anders, aber unsere ist eine doch starke Alkoholikerin, unserer Beobachtung nach, mit einer ausgeprägten Lernschwäche. Und wir haben angeboten, sie mit zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker zu nehmen und so, aber sie war sehr ruppig und wurde dann tatsächlich auch unverschämt. Und mit dem Abstinenzler, also es war ja schon auch customized, das war schon ein Wirkungstreffer. Sie war dann auch nur bei einem Gespräch dabei. Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen Martin Suter und Ihnen so verändert im Laufe der Zeit? Ist es wirklich zu so einer Art Vaterersatz geworden, jetzt nach Harald Schmidt und Udo Lindenberg? Das Feuilleton hat das schon behauptet für Sie? Ja, das ist rührend, da danke ich für die Anteilnahme. Aber das ist gar nicht nötig. Das sind Freunde und das waren alles auch schon Suter wie Lindenberg, wie Harald Schmidt, wie Helmut Dietl. Oder auch mein Freund Ferdinand von Schirach. Das sind Leute, die meine Freunde sind, auch wenn ich sie niemals kennengelernt hätte, weil deren Arbeit mich begleitet. Und deren Arbeit ich vor allem begleite und die mir in Ermangelung einer Religion und eines Gottesunsinns oder so ein Privatfirmament bedeutet, an dem ich mich ausrichte und dass ich die dann auch noch habe kennenlernen dürfen und mit denen zusammen arbeiten, das ist fantastisch. Ich würde gerne noch weiter plaudern, aber hier haben wir nur 7 Minuten, also to be continued. Herzlichen Dank nach Hamburg.
Vielen Dank. Nach wo sind Sie denn eigentlich gerade? Mainz, Lerchenberg. Oh, Sie haben es gut.